hab leider keine Ahnung. Soll ich dir zeigen, wie das geht? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das will. Ja, vielleicht ist es auch besser so. Hallo? Nee, das war nicht so gemeint, sondern... Ja, klar. Anders. Ja, natürlich. Es kam von Herzen. Habe ich dir schon gesagt, dass ich auf Timolia... nee, das sage ich dir besser nicht. Warum? Was wolltest du mir sagen? Avesco hat auch schon... ich darf das eigentlich nicht sagen. Ich bin auf Timolia geschieden. Was? Du bist wieder frei? Genau, das hat der Avesco auch gesagt. Bevor irgendjemand du bist, anders kommt. Du bist wieder Single? Ja, ich hab ihn weg. So, gut. Wo ist eigentlich meine Sense? Wo ist meine Sense? Hast du meine Sense geklaut? Nee. Durch dein Gehüpfe von dem Beacon mache ich meine ganzen Felder kaputt. Oh, tutsi tutsi du. Boah, ich hatte ganz schön frech, Mister. Ich? Nee. Ja, du? Wir müssen übrigens da noch über ein Thema sprechen, ne? Aha. Schon? Aber du bist gerade am Aufnehmen, oder? Nein. Nein? Du kennst mich doch. Also nimmst du auf. Dann könnte ich das jetzt hier nicht laut sagen, deswegen. Ist ja noch was Geheimes. Streng geheim. Hä? Streng geheim. Aber mal gucken. Läufst du mir eigentlich die ganze Zeit hinterher? Nein. Warum? Ich sagte nein. Achso, nein. Warum nicht? Hey, ich bin begehrenswert. Ich weiß, du bist wieder Single und ich werde dir auch bald einen hübschen Strauß Rosen bringen, aber... Ach, wie nett. Lass mir noch ein bisschen nicht. Zeit. Nee, brauchst du aber nicht. Ich wollte es nur gesagt haben, weil du die ganze Zeit immer rumgemeckert hast. Ich weiß immer noch nicht, mit wem du... Ja, ich weiß, dass mein Potion Shop leer ist. Ich hab nicht weitergearbeitet. Ja, deswegen ja. Ich mach das ja sowieso nicht mehr. Ich würd das gerne abbauen, aber die Schilder sind da dran. Oh. Und wenn du die Schilder da dran hast, kann ich an die Kisten nicht ran. Mach ab! Los. Oh, puh, sag ich wirklich? Okay. Ey! Mach ab! Nein, du sollst die Schilder abmachen. Du hast keine Rechte für diese Kiste, hä? Das gehört dir. Hä? Nee. Dieser Shop ist leer, hä? Hörst du auf? Ich versuche nur die nicht. Kiste abzubauen. Bau mal das Schild ab. Geht nicht. Oh, ich weiß das kann auch ich auch warum. Nicht abbauen. Ja, ich weiß auch warum. Warum? Leckt's? Kannst du. Kurz hierher kommen. Weil der Name nicht richtig geschrieben ist. Stimmt. Ich hab mit K und C klein geschrieben. Sag doch, du bist ein Bob. Ach ja, die konnte ich auch alle nicht öffnen. Soll sich mal jemand einen Account machen mit Hodenkrebscreme klein geschrieben? Der kann nicht öffnen. Ich muss danach mal kurz in die Bank. Okay. Weil, Holst du dir den neuen 5er? Was? Den neuen 5-Euro-Schein. Es gibt einen neuen 5-Euro-Schein. Ach, die habe ich doch schon 15.000 Mal in der Hand gehabt jetzt. Ach so, also sind die schon gar nicht mehr neu. Am geilsten war, wo ich gearbeitet habe, morgen, hatte ich Frühschicht. Mhm. Und dann kam um 6:45 einer und sagte, hat bei mir ein belegtes Kutschen bestellt und habe ich ihm das gegeben. Und dann hat er mir 10 Euro gegeben, habe ich ihm einen 5-Euro-Schein und 9 zurückgegeben. Und dann guckt er mich an und sagt er... Wollen Sie mich verarschen? Nee, aber ähnlich. Sagt er,
Die haben mir hier gerade Falschgeld gegeben. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, das ist kein Falschgeld. Und der guckt mich nur so an. Wie, soll ich das, das? Die sind neue. Echt, es gibt neue 5-Euro-Scheine. Ja, das mache ich nächstes Mal auch mit 500-Euro-Scheinen. Ah, oh, da gibt's jetzt neue 500-Euro-Scheine. Ist garantiert. Ich zahle nur noch mit 500-Euro-Scheinen. So ganz Monopoly-Geld. Das sieht wirklich aus wie Monopoly-Geld, ne? Mhm. Hast du das mal in der Hand gehabt? Was? Monopoly-Geld oder 5-Euro-Schein? Nein, den 9-Euro-Schein. Ja, hab ich. Fühlt sich auch fast so an. Hey, was machst du da? Abbauen. Warum? Ach, weil so viele brauchst du doch gar nicht. Ja, das ist mir schon klar, aber... Ja. Pass mal auf, guck mal auf die Schilder. Oh, ups, ist da. Oh, alle weg. Mysteriös. Galileo Mystery entmysterisiert. Hm. Ach, ich habe ein Fest gemacht, das ist ja die ganze Zeit so. Ding, 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 ding. Alle spammen sie mich zu. Winke, winke. Winke, winke. Dipsy. Lala. Oh, und ich höre mich schon wieder doppelt. Was tun Sie da, Messalini? Bitte? Herr Messalini, warum höre ich mich bei Ihnen doppelt? Du kannst es bei mir nicht doppelt hören. Aber wir sind doch nur zu zweit im TS. Vielleicht hörst du dich ja bei dir doppelt. Nee, das wäre ausgeschlossen mysteriös. Ich wollte eigentlich noch hier den Eingang irgendwie zumachen mit Redstone, aber irgendwie komme ich nie dazu, weil du da wir ach, was weiß ich. Komm nie dazu. Ich habe nie Zeit. Bin immer voll im Stress. Warum bist du im Stress? Leute, die arbeiten, haben immer Stress, weißt du doch. Oder etwa nicht. Pah. Das war jetzt ein harter Disk. Er sagt, probier mal die Knöpfe aus. Okay, ich probier den Knopf aus, geh rein, will wieder rausgehen, der funktioniert nicht. Was? Der Knopf funktioniert nicht. Wo bist du? In der Bank. Achso. What the fuck? Was, jeden Abend? Den Keller ist da. Jeden Abend, wenn du wenn du den PC wechselst, abschmiert. Okay. Dum di dum di dum di dum. Dun dun. User joined your channel. Hallo, Mr. XY? Hallo. Wer ist denn da? Hertha Boy. Was für ein harter Junge? Ne, wer ist da? Hertha Boy. Guck doch selbst. Keine Zeit. Ist aber gerade ein bisschen schlecht, Hertha. Okay. Sorry. User left your channel. Hertha Boy? Ja. Den habe ich noch nie gehört. So, was machen wir jetzt? Schatz, ich gehe jetzt Alvescos Lagerplatz. Was machst du? Alvescos Lagerplündern. Ich will mitkommen. Nein, er hat jetzt gerade mir die kompletten Rechte für die Bank gegeben und dann hat er gesagt, du darfst sogar in mein Lager. Hm.
Ey, dein Mikro. Entschuldigung. Atmen Mikro laut. Atme nicht, wenn du ans Mikro, am Mikro bist. Genau, da musst du aufhören zu atmen. Wenn du am Mikro bist. Soll ich jetzt mal mit dem Haus anfangen oder was soll ich denn jetzt machen? Oder was machen wir jetzt? Genau. Was machen komm, wir jetzt? Wir machen hast du schon das neue Grundstück gesehen? Von wem? Von mir. Du hast neues Grundstück? Ja, das ist, wo unser Lager jetzt hinkommt. Achso, habt ihr, ja, habe ich schon gesehen. Habt ihr da schon weiter oder angefangen? Ja, wir lassen ausheben. Achso. Was können wir denn machen? Oh, schlägt! Wo bist du denn? Ich hocke auf meinem Farmington GS rum und lauf von Block A zu Block B und wieder zurück. Ich würde irgendwas machen. Irgendwas bauen. Oder sonst irgendwas machen. Komm mal zu mir. Oh, gut, dass ich jetzt genau weiß, wo du bist. Zu mir eben. Ah. Bin da. Nur du bist nicht da. Bin da. Zu dir, home quasi, oder? Home, 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 home. Wo hast du denn dein... Ach, du hast dein Port direkt in den Warp-Bomb. Hm, direkt von meinem Home-Schild. Übrigens sind alle deine Schilder noch da. Außer das an dieser Kiste, weil die Kiste nicht mehr da ist. Aber sonst sind alle Schilder noch da. Cool. Du bist der Hammer, stand da drauf, das weiß ich noch ganz genau. Weil da so viele Dings da drin waren. Ein Nether... Quarz. Jetzt können die alles gebrauchen, ich brauch so viel Quarz. Guck mal hier, komm her. Hochzeitstag. 8.7. Oh, das kannst du wegmachen. Stimmt. Scheidungstag, 8.7. Nee, ich weiß aber den Scheidungstag nicht. Oh mein wieso, Gott. Wieso seid ihr geschieden? Weil, stehe ich direkt vor dir? Nee. Also, ja, aber du schaust mich nicht an. Weil er sich nicht um mich gekümmert hat, natürlich. Und da hast du die Scheidung eingereicht? Genau. Und die wurde akzeptiert und... Jetzt muss, ja. Jetzt muss er den Unterhalt zahlen. Nein, das muss er nicht. was wolltest du mir jetzt? Ach ja, ich wollte dir das Grundstück zeigen, komm. Ach nee, Quatsch, ich wollte dir vorhin eine Kiste zeigen. Ja, komm her. Komm her, hier oben die Kiste. Du bist gemein. Kannst du ja was rausnehmen? Nee, weil sonst nehme ich nur immer mehr. Weil ich mir dann denke, ach, ich brauche ja nur noch einen Stack und dann brauche ich ja nur noch einen Stack und schon. Nimm ruhig, ich habe unten noch eine Doppelkiste voll. Außerdem habe ich genug Geld. Ja, ich wollte es mir ja auch kaufen und dann kaufe ich da einmal so ein bisschen was und dann haut es mir fast einen Schädel raus. Ja, deswegen kaufe ich es ja. Oder nicht du? Ja, aber das ist doch echt sau viel Geld, was die da aber verlangen. du kannst doch die Farm benutzen, dafür kriegst du doch so viel Geld. Ja schon, aber... Ja, du musst dich doch dann nur ein bisschen dran stellen und dann kannst du die doch... Ja, ach ja, hier. So. Das nervt mich so am Jump Boost 2. Ja, mich auch. Sonst ist es echt geil. Oh, ach, du nicht fallen. Cleanstone in großem Stil geschmolzen. Ja, so ungefähr. Und Glas auch. Voll. Ach du Scheiße. Guck mal, die habe ich heute gemacht. Ey, nicht wegnehmen. Nee, das ist eine, die ist nicht benannt. Unbreaking 3, Efficiency 5, oh, geil. Das ist mein. Ich habe mir letztens auch eine Unbreaking 3 Efficiency 5 gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich mir überhaupt eine Efficiency 5 gemacht habe. Wow, bin ich... Guck dir mal die an. Das ist meine. Das ist meine private. Efficiency 5, Unbreaking 3, Silk Touch 1. Geil. Guck mal, mein Schwert. Looting 3, Sharpness 4, Unbreaking 3.
Ich hab... Gewehr. Aber ja. Du kannst es nur noch bei Smitty reparieren dann. Ich hab nur Looting kostet... 3 und Unbreaking 3 drauf auf meinem... Möchtest du noch Efficiency haben, mein Schatz? Nee, ich hätte schon Efficiency, nur ich habe mir gedacht, wenn ich es dann Wow! Wenn ich es dann reparieren lassen will, dann kann ich es nicht mehr im Anvil machen, wenn ich zu viele Sachen drauf habe. Nee, Unbreaking. Sobald du Unbreaking drauf hast, ist es vorbei. Echt? Ja. Okay. Guck mal, das Gold. Alter, der ist ja schon echt... Oh mein Gott, Andy. Was? Da wollte ich landen, wirklich. Ja, klar. Ja, dann hat er es ja bald, oder? Wie auch immer das macht. Das ist ein 300x300 Grundstück, ne? Das soll komplett ausgehoben werden. Ja? Ja. Noch 2 Wochen und er ist fertig. Mhm. Er. Wer überhaupt? Die! Alle! Wie viel arbeiten denn da und wer? Ich weiß es gar nicht, ich habe dort ganz viele eingestellt. 4, 5 Stück. Was zahlst du so den pro Block oder pro Überstunde? Pro Block, glaube ich. Pro Block? Ja. Echt jetzt? Wirklich? Ja. Dann würde ich aber einfach nur irgendwelche Cobblestones von irgendwo hernehmen. Könntest du im Endeffekt, ja. Wieso willst du eingestellt werden? Ja. Weißt du eigentlich, wie viel Geld Nischlo hat? Nischlo hat... Weißt du, wie viel Geld Nischlo hat? Ich glaube, der hat ohne Ende. Oder? Weißt du, wie viel Geld ich habe? Ohne Ende. Nischlo. Hast du es überlebt? Ja, ich bin runtergefallen, ungefähr 2 Blöcke nach unten. Bin voll erschrocken, bin nach vorne gesprungen und... Oh, ja. Alles geplant. Oh, Mann. Hier sind schon einige Leute gestorben. Solche Baustellen sind nichts für mich. Ach nee, das war ja immer nur Matti. Ist immer nur einer gestorben. Immer. Nur immer der gleiche. Immer in Lava gewandelt oder so. Hm? Ach, guck mal, das ist der gerade online gekommen ist. Wieder. Ach so. Hm? Es donnert. Oh. Ich hab Angst, ich will zu dir unter die Kuscheldecke. Ich hab keine Kuscheldecke dabei. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was wir machen. Stimmt. Hm. Wieso ist hier so ein Sandsteinteil drauf? Hast du schon... Dann kommt das Haus hin. Das ist der Anfang davon. Wer baut das? Eigentlich ich. Aber ich hatte keine Lust mehr hier nach. Du hast den... Das ist halt so eine große... Den... Wow, ja, komm, hast du eh gleich. Nein, das sieht scheiße aus. Ich baue das wieder ab. Ich weiß nicht, wie ich es bauen soll. Es sieht krank aus. Aber das soll so eine riesen Villa werden, weißt du? Jeder bekommt ein Zimmer. Und mach die Säulen dann mit Quarz. Ja, ich hatte mir das auch überlegt, dass ich so Säulen hier hoch mache, dass dann das hier die Veranda ist sozusagen, weißt du, wo Tische und so hinkommen. Und dass dann ab hier irgendwie so das Haus dann anfängt, weißt du? Aber, keine Ahnung. Ich habe sogar ein Vorbild. Soll ich dir mal zeigen, das zeigen? Kannst das, jetzt, dann sieht das natürlich kein anderer, aber ist ja egal. Mein Internet öffnet gerade nicht. Ich glaube, ich habe mein Internet kaputt gemacht. Ich habe das Internet gelöscht. Ich habe das Internet gelöscht. Kann ich also E-Mails auch am Sonntag abrufen? Oh, das ist... ich glaube nicht, nee. Ich glaube, da haben die zu. Wusstest du, dass die Deutsche Post bloß bis 5 arbeitet, die faulen Säcke? Ja. Ach, guck mal, hier ist noch ein bisschen Tagquatsch. Was? Hier ist noch ein Meterquatsch schon in der Kiste. Warte. Bin wo bist irgendwo, du denn überhaupt? Oh, was weiß ich. Ach, bist du hier einfach losgerannt oder wie? Das ist 300x300, das Grundstück und das. Da kannst du nicht mehr laufen. Hier. In der Oberste. Ist noch nicht der Quatsch drin. Oh Mann.
Ach, guck mal, hier ist noch Eisen. Sandstein. Ich glaube, ich habe manche Kisten. Ich habe manche Kisten gesichert, glaube ich. Die meisten Kisten sind leer. Ja, ich weiß, das ist Material. Das sind Kisten von den Usern, die hier bauen. Hertha Boy! Hey Hertha Boy! Ja, da ist er doch! Huh. Ach, hast du den auch engagiert, oder wie? Ich nicht, das war nicht so. Ich bin ja nicht so oft da. Nicht nur kauft Leute ein. Das Genialste ist ja, dass Nicht nur gestern mir so geschrieben hat, ja, bist du heute Abend online? Ich so, ja, ich kann für 2 Stunden online kommen, wenn du möchtest. Zwischen 6 und 8. Ey, super, ich freue mich voll. Okay, wir sehen uns heute Abend, ne? Ich komme um 6 Uhr. Ich war schon um 5:30 online. Bin bis kurz vor 8 geblieben und kein Nischlo. Und dann schreibe ich so um 10 Uhr, sag mal, würdest du mich eigentlich verarschen? Und er so, was ist denn los? Und ich so, ja, ich war auf Timolia, ne? Ich war die ganze Zeit online. Und er, hä? Kann nicht sein. Ja. Idiot. Ja, das habe ich gerade wirklich gesagt. Sie ist schlagfertig. Wir stehen aber immer noch vor dem Rätsel. Was machen wir jetzt? Ich bin ja dafür, dass wir uns mal ein gemeinsames Grundstück holen. Wir haben nämlich noch keins. Stimmt. Wir haben zwar alle Frage ist, immer auf jeweils den anderen alle Rechte und so, aber... Ach, du darfst ja auch bei mir alles machen. Du darfst doch aus meinem Lager alles nehmen. Nein, mag ich nicht. Darfst du aber. Aber die Frage ist jetzt, trotzdem... Aber die Frage ist, wo, in welchem Gebiet? In irgendeinem Gebiet, wo noch keiner von uns beiden ein Haus oder sowas hat. Weil du so gut wie in allen Bereichen... Das stimmt gar nicht. Nein, nicht wahr. Ich habe zum Beispiel im Schneegebiet keins, in Pandora. Wir können uns eine Insel kaufen. Eine Insel wäre cool. Eine Insel in Pandora. Das wäre doch cool. Komm, wir gehen mal nach Pandora. Und weißt du, was das Genialste ist? Ich habe hier sogar selber gebracht. Hä, ich kann mich nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Hm? Ach, jetzt hat... Lag. Himmelsinseln. Ja, wo komm. Bist du hin? Schon nach oben. Wie komme ich nach oben? Ja, nach da oben klettern. Genau, so. Und weiter, 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 weiter. Ich bin bis jetzt, wenn ich nach Pandora gegangen bin, immer nur runtergefahren. Das hab hier alles ich mit Markus gemacht. Und hast du dir keine eigene Insel gemacht? Hm. Wo ungefähr befinden wir uns hier? Auf Pandora. Ist das eine eigene Welt? Nein, auf Timonia. Aber ja, ich meine, in welchen, was ist in der Nähe? Keine Ahnung, Downtown oder Rivertown? Mach bitte langsam, ja? Und fahr nicht runter. Ich probier's mal. Okay. Mach lieber langsamer und dauert's was länger, als dass du runterfällst, das ist kacke. Fahr mein so. Ganzes Zeug wiederholen. Genau. Hauptinsel, Verteilerinsel, Bauinsel. Ich hätte vorher alles in die Enderchest legen sollen. Den gibt's mir. Nee. Ich fahre nicht so schnell. Okay, passt schon. Also wir gehen jetzt zur Verteilerinsel und die Bauinsel. Hättest du hier auch mal ein bisschen mehr... Nein. Aber es sind nicht irgendwo Fallen drin, oder? Nein. Markus hat geschimpft, als ich das machen wollte. Was, du wolltest das machen? Ja, ich wollte das machen. Oh Mann. Also, Insel 1, Beispiel Insel. Hast du es halt überlebt, ja? Ja, noch schon. Warte mal kurz. Sonst würdest du wahrscheinlich schreien. Ja? Passt schon, bin wieder da. Ach guck mal, ich hab sogar noch Baurechte. Oh Gott, das darfst du aber nicht zeigen, du. Sonst ist das gleich wieder vorbei. So, müssen jetzt mal gucken. Jetzt muss ich mir aber merken, dass ich das rausschneide und jetzt nicht mehr bauen, gell? Quatsch, so scheiße, gell? Gucken, also, soll ich es drin lassen? Dann fand's in... Ach, mir egal. So.
Diese Insel ist von Sandmann der 2000 bezahlt, aber... Ist das Miete oder ist das für immer? Nein, für immer. Aber hier, die kostet insgesamt 56.430, oder? Nein, das sind Quadratmeter. Ach so. Kubikmeter. Kubikmeter. Hä, hey, ja, und das kostet 2000 oder was? Die Insel hier. Wenn das Nein, das ist angezahlt. Ach so, und Kosten tut's? 8.464. Ja, ey, das schreib mal ein Ticket. Das, wollen wir das nicht kaufen, oder was? Warum denn nicht? Mach du. Ja, würde ich dachte, gerne, weil die Sandmann schon angezahlt hat. Diese Insel kaufen, weil Sandmann sie nicht haben will. Mach das Schild weg. Mach das Schild weg. Doch, komm. Hör auf damit. Das musst du alles raus. Ich mach das Schild nicht weg. Doch. Nein. 8.464 Tumor, das ist ja ein Witz. Da können wir uns ja ganz Pandora kaufen. Ja. Wer ist denn da gekommen? Nislo, mein Schatz! Hallo Nislo. Ach nee. Gestern kommst du nicht online, wo ich da bin. Vorgestern. Gestern? Vorgestern? Mit haben, okay. Redet der? Ich höre den nämlich nicht. Hast du den vielleicht auf Igno? Ja, das kann gut sein. Warte mal kurz. Guck mal, hier ist ein Schild. Hey, das habe ich damals hier hingestellt. Das habe ich hier hingestellt. Zollstock, ich hatte damals... Zollstück. Sandmann hatte damals 2000 T schon bezahlt. Müsste sozusagen an Sandmann nur 2000 T bezahlt werden und dann könnte man die Insel kaufen. Oder wenn du die Sandmann abkaufst, ja. Sandmann? Guck mal, wie lange Sandmann nicht mehr online war. Ich weiß, wie lange Sandmann nicht mehr online ist. Das heißt, man muss ihm ja die ganz, eigentlich muss man ihm die doch dann verschieben. Nein. Er hatte hier nichts drauf gebaut und ja. Nein! Er hat hier nichts drauf gebaut. Guck doch mal, ob er Rechte hat. Also, na drauf. Bitte? Man versteht dich nicht, Zolli. P-Insel 3 Pandora, hier ist keine Person eingetragen auf der Insel. Die Inseln sind for protected Sinus. Performer. Ja, kann man mich jetzt wieder verstehen? Nicht so gut, aber ein bisschen, ja. Soloptimus Prime. Also, um es dir zu erklären, ja? Die Insel ist... protected und Sandmann hat einen Vorschuss bezahlt, um diese Insel zu bezahlen. User left your channel. Aber er hat diese Insel nie bekommen, weil er nicht den Rest bezahlt hat. Das heißt, die Insel ist bis jetzt zwar vorbestellt für ihn, aber er hat sie nie genommen. Und er ist seit über 3 Monaten offline. Nein, ich bezahle dann alles. Nur dann müsste ein Admin Sandmann 2000 überweisen und ich bezahle die komplette Insel. Also ist es nicht so, oder wegen mir überweise ich ihm auch die 2000 und dann bezahle ich trotzdem die ganze Insel. Mir ist das egal. Versteht man mich jetzt wieder? Ja. Ja. Okay. Ja, ich hatte eben verstanden, du willst einfach noch 2000 bezahlen, dann gehört dir das alles. Nein. Aber, deswegen, ja, wenn man Sandmann 2000 überweist, ja, dann... Und ich bezahle die kompletten 8.464. Ja, klar. Das geht